Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Tales of Monkey Island Kapitel 1. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir müssen noch eine Aufgabe erfüllen und zwar müssen wir das Schiff kapern und ich denke, da hat es irgendwas mit der Bombe auf sich. Aber das hat ja mit den Werfen nicht so richtig geklappt. Und für das Wetter tue ich nie. Wenn ich probiere es gerade nochmal. Ich probiere es nochmal Dings. Dann schmeißt er aber er schafft es nicht zu schmeißen. Hey, die sind aber schwer. Keine Erklärung nötig. Das passiert im Besten ja, unter uns. Genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass es was mit dieser Wäscheleine zu tun hat. Das andere ging ja irgendwie nicht. Kannst du das Ding hier einfach in diese Unterwäsche stecken? Das ist eine gute Idee, aber ich sollte sie wahrscheinlich erstmal anzünden. Ah, okay, dann können wir es da reinzünden und dann einfach rüberdrehen und wenn es da ist, macht's bumm. Ja, okay. Aber wo zünden wir die an? Haben wir... Nee, wir haben kein Dings. Wir haben keine Zunderholz oder irgend sowas. Hatten wir irgendwo hier offenes Feuer? Laterne? Nee. Da oben hat man ja nichts. Nee, da oben ist eigentlich nichts. Beim Glasbläser vielleicht? Kostenlose Vokale. Holt sie euch, solange sie noch Vokale sind. Nee. Wo können wir das Ding anzünden? Irgendwelche Neuigkeiten? Nee, noch nicht. Tut mir leid. Sind wir da eigentlich reingekommen? Es ist abgeschlossen. Hier dürfen wir an. Oh. Ja, da ging es nicht rein. Da haben wir nichts. Wo zum Henker zünden wir dieses blöde Ding an? Müssen wir nochmal in den Dschungel rein? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Gefängnisschnitzerei? Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Da kann man ja auch nicht rein. Gibt es bei dem Typ irgendwie was zu reden? Einhörner! Handgeblasene Einhörner! Kann man da rein? Es ist abgeschlossen. Die einzigen, die in meinem Studio geduldet werden, sind ich, ich und ich. Okay, wenn du meinst. Okay. Hast du irgendwie noch irgendwas Neues? Einhörner! Ich bin zurück. Hi, das sehe ich. Nee. Ich will's nicht. Da gibt's auch nicht wirklich was Neues. Achso, ja. Kann man damit irgendwie... Nee, das ist aber auch kein Hotspot. Wo bekommen wir Feuer her? Ah, warte mal. Wenn ich da an der Ankerkette, hat er nicht irgendwie was mit Feuermut runtergeschmissen? Oh, verflixt. Heiß, heiß, heiß. Au! Ah ja. Aber das haben wir doch schon mal gemacht. Jetzt haben wir einen Schwelbrand am Dock. Perfekt. Das haben wir doch schon mal gemacht. Okay, das muss man zweimal anscheinend machen. Okay. Muss man anscheinend zweimal machen. Ach, und die Planke ist weg. Okay, und was kommt jetzt? Jetzt stecken wir das Ding wohl in die Unterwäsche. Und drehen das Ding, Glücklicherweise haben Winslows Unterhosen eine extra Verstärkung im Schritt. Und damit drehen wir das ganze Ding zu ihm rüber. Haha, sehr gut. Nein. Oh, Affendreck. Mann, das ist vielleicht robuste Unterwäsche. Okay, so geht es auch nicht. Kann ich das irgendwie
Moment, was passiert denn, wenn ich das nochmal mache? Wie kommen? Wir müssten das so machen, dass es in der Hose ist. Dass das, wenn er es zurückdreht, dann Dings ist. Aber wie kriegen wir das da hin? Alle hopp! Kann ich, wenn ich da ja hochkletter? Oh oh. Hey! Oh. Aber jetzt kommt es auch wieder so zurück. Oder müssen wir es in die Socken machen? Ah, das bringt es ja auch nicht. Das ist ja genau dasselbe wieder wie vorher. Hm. Nee, das müsste eigentlich in die Hose sein, sodass er, wenn er es wieder zurückdreht, im Dings ist. Aber wie komme ich da hin? Diese Hose der Größe 46 passt niemals in eine... Das hat wehgetan. Ja, okay. Ja, das war lustig. Gut, dass wir das nochmal so gemacht haben. Ja. Okay, also Unterwäsche würde schon klappen, aber er dreht das ganze Ding zurück und dann haben wir die Bombe bei uns. Wenn wir es einfach hochdrehen würden, in Dings reinmachen würden. Aber ich habe ja... Aber das geht ja nicht. Sobald ich drehe, dann kann ich ja nichts machen hier. Oder macht er das automatisch? Oder kann man da noch irgendwie was machen mit? Vielleicht macht er das automatisch. Dass er es dann automatisch in die Hose reinsteckt. Zum Rückmachen. Oder vielleicht können wir es dann machen, wenn wir... Und was kommt jetzt? So. Ja. Nee, das macht er auch nicht. Hm. Ich habe ehrlich gesagt jetzt gerade keine Ahnung, wie wir das da hochmachen können. Also ich denke, das hat auf jeden Fall was damit zu tun, aber wie kriegen wir es hoch? Also in die ruhigen Unterwäsche? Transparent, sexy und verspielt. Mit hohem Stützkomfort. Ja, wenn wir es da reinmachen, drehen es hoch, dann dreht er wieder zurück. Sei denn, warte mal. Wie wird das passieren, wenn ich das... Transparenz, ja, nein. Wenn ich die Wäscheleine nochmal mache... Wenn ich das Ding in die Rüsche reinmache und mache das hier... Dann dreht er ja. Genau. Hey. Dann dreht er und jetzt wäre die Bombe drin. Würde das vielleicht klappen? Und für das Wetter tue ich nie etwas, weil das Wetter... Könnte das vielleicht klappen? Also doch in die Unterhose rein? Aber da nicht hochdrehen, sondern klettern, dass er sich selber das Ding hochzieht. So, und jetzt drehen wir nicht, sondern benutzen einfach die Wäscheleine. Und jetzt zieht er nämlich... Nein, nicht! Bitte! Genau. Ja, müssen Sie schon ein bisschen früher aufstehen, wenn Sie mich bezwingen wollen, Bursche. Oh, das würde ich nicht behaupten. Was? Cleveres Bürschchen. Gut gespielt, Master Shreefoot. Oder sollte ich besser Kapitän Shreefoot sagen? Kapitän? Ei!
Nachdem Sie mich von der Screaming Narwhal vertrieben haben, sind Sie offiziell Ihr Kapitän, bis ein anderer kommt und Sie von dort vertreibt. Cool. Ei, und wie cool das ist. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich habe massive innere Blutungen, die versorgt werden müssen. Meinen Glückwunsch. Ich habe soeben gehört, dass es hier in der Nähe zu einem wilden Akt der Piraterie kam. Nicht irgendein wilder Akt der Piraterie. Eine waschechte Schiffskaperung durch niemand anderen als Kapitän Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Guybrush ist ein Wort. Einfach wundervoll. Das liefert Unterhaltungsstoff für meine Leser für mindestens eine Woche. Wissen Sie was, Threepwood? Sie haben Mumm. Piratenmumm. Warum gehen wir nicht zurück zur Keelhauler und Sie erzählen mir etwas von sich? Naja, das nahm seinen Anfang auf Millie Island. Und so endete ich hier auf Flotsam Island. Keine Ahnung, Siebwood, wie Sie das geschafft haben, aber dank Ihnen habe ich jetzt genug Schwertkampfgeschichten auf Lager, um unsere Flotsam Keelhauler Gazette über Monate hinweg zu füllen. Gerne doch. Die Jungs bei der Times staunen. Ja, das ist toll. Jetzt zu Deepgut. Ist mir eine Freude, Threepwood. Setzen Sie sich hin, während ich eine Kopie mache. Kopie? Timmy, hol mir mal eben eine Kopie der Akte von Deepgut, aber bitte pronto. Wird sofort erledigt, Mr. Nipperkin. Hier, mein Junge. Alles, was Sie brauchen, um mit Deepgut in Kontakt zu treten. Darf aber niemand erfahren, dass ich Ihnen das gab, sonst lässt mich mein Herausgeber nur noch Todesanzeigen redigieren, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nicht wirklich, aber... Toll! Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden, Star-Reporter David Nipperkin braucht jetzt noch Schlagzeilen. Sehr schön. Endlich! Jetzt kann ich diesen Deepgut fragen, wie ich diese Insel wieder verlassen und zu Elaine zurückkehren kann. Scheint ja ganz einfach zu sein. Okay. Also ich hätte gesagt, das ist wieder auf der Insel, wo dieser Dorf-Dings ist, aber... Hoppala, da wollte ich nicht hin. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, also zu den Dingen her gehen, einmal nach Westen gehen und dann dreimal nach Norden. Kann das sein? Wir probieren's aus, ob es auch wirklich so ist. Ja, guck, das ist doch diese Säulen, wo wir haben. Das heißt einmal... Oder? Oh ne, das sind die Dschungeldings. Das sind die Säulen. Das sind die Säulen hier. Denke ich. So, und jetzt einmal nach Westen und dann nur nach Norden. Das heißt... So, und jetzt nach Norden, also hierher. Und hierher. Oh, cooles Ding. Ein Kalender. Wenn ich dem glaube, ist heute Sonntag, der 12. Seku. Okay, und weiter nach Norden. Und dann kommen wir zur Hütte. Das war ja wirklich einfach. Und da haben wir nochmal die Säulen. Okay, okay. Moment. Gruselige Hütte. Irgendwas an dieser Hütte lässt mich schaudern. Ja, okay. Gehen wir mal rein. Wie lautet das Wort? Ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Wie lautet das Wort? Deadline. Och nö, echt ernsthaft jetzt? Willkommen, Guybrush. Die Voodoo-Lady! Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Ich muss dich so viel fragen. Für Fragen werden wir später noch genug Zeit haben. Jetzt reichst du mir erst einmal den LeChuck-Töter. Den was? Das verfluchte Schwert von Kaflu. Nachdem LeChuck vernichtet wurde, muss das Entermesser in einer verstörenden Voodoo-Zeremonie rituell entmachtet werden, um sicherzustellen, dass das Böse nie wieder erwacht. Nun, also...
Elaine hat's vermorkst. Ich habe versucht, LeChuck mit dem Entermesser zu vernichten, war aber gezwungen, in letzter Sekunde meine Pläne zu ändern und dabei stieß ich auf gewisse Komplikationen. Was für Komplikationen? Nun, das Voodoo-Schwert hat LeChuck weniger ausgelöscht als in einen Menschen verwandelt. Was? Ich konnte es auch kaum glauben. Ich denke ja, das ist ein Trick. Ein Mensch, LeChuck. Das ist beunruhigend. Kannst du mir helfen? Ich werde alles tun, was mir das Schicksal ermöglicht. Aber ich fürchte, dir wird nicht gefallen, was ich zu sagen habe. Könnte es sein, dass, wir haben ja eine ziemlich böse Hand gerade, wo ein bisschen Dings macht, dass das Böse, was LeChuck hatte, in unsere Hand rein ist und deswegen ist er ein Mensch geworden und wir haben jetzt quasi eine LeChuck-Hand? Kannst du mir helfen, von Flotsam Island wegzukommen? Ich habe ein Schiff, aber das nützt mir nur wenig angesichts dieser verrückten Winde hier. Die Karten sagen nein. Nein? Kannst du denn nicht einfach mit deinen Händen fuchteln und Voodoo-Schmudu weg mit dem Wind? Du verlangst etwas, das nicht in meiner Macht steht, Guybrush. Wozu um alles in der Welt taugst du dann eigentlich, du aufgeblähte alte Hexe? Hey, was war das denn? Das waren LeChucks Pocken. Wer war das jetzt? LeChucks Pocken. Als dein nicht korrekt verzaubertes Entermesser LeChuck in einen Menschen verwandelte, mussten alle bösen Voodoo-Flüche, die in ihm steckten, ja irgendwo hin. Mhm. Hast du ihn vielleicht in dem Augenblick berührt? Hab ich. Erklärt das asoziale Verhalten und die rüden Gesten? Ja, etwas von LeChucks Bosheit ist in deine Hand durchgesickert. Hast du ein Heilmittel für mich? Nein, aber ich weiß, wo du es finden kannst. Ich merke, dass da eine Aufgabe auf mich zukommt, die eines Piraten würdig ist. Um LeChucks Pocken aus der Welt zu schaffen, musst du La Esponja Grande aufsuchen. Der große Schwamm? La Esponja Grande ist kein gewöhnlicher Schwamm. Threepwood. Es ist ein geradezu legendärer Meeresschwamm mit unglaublichen Voodoo-Peeling-Fähigkeiten, der schier unendliche Mengen an Voodoo-Mojo in sich aufsaugen kann. Wo kann ich es finden? Ich habe das nie selbst gesehen, aber ein ehemaliger Freund von mir, Coronado de Cava, verbrachte viele Jahre mit der Suche danach. Zuletzt sah ich ihn auf den Jerkbait-Inseln. Zeig ihm dieses Medaillon und sag ihm, ich bürge für deinen Charakter. Ich werde mich sofort daran machen, nachdem ich Elaine gefunden habe. Das wäre unklug, Guybrush. LeChucks Pocken müssen ausgerottet werden, noch bevor sie sich verbreitet haben. Was auch immer. Okay, aber wir kommen nicht von der Insel runter. Kannst du mir sagen, ob es Elaine gut geht? Die Sicht ist heute bedeckt. Frag mich später wieder. Später? Sie könnte aber in Gefahr sein. Oder tot. Oder schlimmer noch. Ich weiß nur, was die Geister preisgeben, Guybrush Threepwood. Wenn du mir nichts über Elaine sagen kannst, kannst du mir dann wenigstens sagen, wo LeChuck ist? Ohne das Voodoo-Zeichen auf ihm ist mir der Aufenthaltsort von LeChuck ein Rätsel. Na gut. Wegen den Pocken? Wie schütze ich mich vor den Pocken? Hast du irgendetwas, mit dem ich LeChucks Pocken zurückdrängen kann? Diese Hand fängt an, mir lästig zu werden. Der einzige Weg, um die Pocken sicher in den Griff zu bekommen, ist La Esponja Grande. Alles klar. Was kannst du mir sonst noch über LeChucks Pocken sagen? Es ist eine dahintreibende Wolke des Bösen, die LeChucks angesammelte Widerwärtigkeit wie eine Krankheit über die Meere verbreitet. Ugh. Gerade in diesem Moment kann ich die Pocken spüren, wie sie sich einen Weg zu dieser Insel bahnen. Okay. Nehmen wir mal an, dass ich, nachdem ich diese Insel verlassen kann, tatsächlich losziehe, um nach La Esponja Grande zu suchen. Was kannst du mir sonst noch über ihn sagen? Es ist ein gigantisch großer Seeschwamm, der unglaubliche Mengen Voodoo-Energie aufsaugen kann. Wenn es etwas gibt, das LeChucks böses Mojo aufnehmen kann, dann dieser Schwamm. Okay.
Was ist das mit dem Medaillon? Wie heißt du eigentlich? Weißt du, du hilfst mir schon seit Jahren und ich weiß immer noch nicht, wie du heißt. Namen haben Macht, Guybrush Threepwood. Nur ein Narr offenbart sie freiwillig. Verfügt mein Name über Macht? Ja, klar, warum nicht? Okay, so viel da dazu. Wobei sie uns ihren Namen ja im nächsten Spiel, das wir ja schon gespielt haben, das Neueste, verraten hat. Wie bist du auf Flotsam Island gelandet? Ich gehe dahin, wo ich gebraucht werde. Okay. Du bist also Deep Gut? Davy Nipperkins Quelle für Nachrichten von außerhalb der Insel? Ja. Warum? Der Preis eines Voodoo-Lebensstils ist nicht nur ein spiritueller, kleiner Pirat. Es erfordert auch einen beträchtlichen finanziellen Aufwand. Ja, okay. Erzähl mir etwas über dieses Medaillon. Ich erhielt es von meinem Freund, Coronado de Cava. Warum sagst du Freund immer mit so einem dramatischen Unterton? War Coronado denn... Ja, er war mein Liebster. Wie geht's? Wir trafen uns vor vielen Jahren auf den Jerkbait-Inseln. Ich verliebte mich in seine Schatzsucher-Mentalität und seine wunderschönen Augen. Und er verliebte sich in meine Voodoo-Amulette und meine geschmeidige... La 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 la, ich hör dir gar nicht zu! Wie ein Vulkan! Aber nach mehreren Monaten innigster Leidenschaft, die das Meer zum Brodeln brachte, kühlte unsere Liebe ab. Und danach wurde er völlig besessen vom La Esponja Grande. Als wir uns trennten, schenkte er mir dieses Medaillon. Wie traurig und beunruhigend anschaulich. Okay, aber wie kommen wir jetzt von der Insel weg? Du hast wirklich nichts, Bist du sicher, dass du mir nicht helfen kannst, von Flotsam Island wegzukommen? Wie ich schon sagte, die Geheimnisse von Flotsam sind jenseits meiner Zuständigkeit. Da musst du schon andere finden, die dir helfen. Und es hat wahrscheinlich dann mit diesem Amulett zu tun, oder? Gut, das war schön beunruhigend, aber ich muss noch von einer Insel flüchten, eine Ehefrau finden und anscheinend einen riesigen Voodoo-saugenden Schwamm jagen. Möge dich das Schicksal leiten, Guybrush Threepwood. Okay, haben wir sonst noch irgendetwas hier? Klopf, klopf. Guybrush, lass das. Wer ist da? Nein. Ich bin's, Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Ich bin's, Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Du Dummkopf. Was? Ich habe Monate damit verbracht, ihn zu dressieren. Und du hast meine bisherigen Bemühungen zunichte gemacht. Jetzt muss ich noch einmal ganz von vorne anfangen. Okay. Das tut mir leid. Ja. Internationaler Markt für Mojo Markenhandcreme. Entfernt Warzen, Flüche und hässliche Beulen. Warnung, nicht bei Pocken anwenden. Insbesondere bei LeChucks Pocken. Mist. Ja, ich glaube, die dürfen wir wohl nicht benutzen. Cool, eine Boccia-Kugel. Das ist keine Boccia-Kugel. Das ist das legendäre, allsehende Auge von Jemala. Es sieht alles? Kann es Elaines Schiff sehen? Oder was aus meinem Lieblingssocken wurde? Jetzt nicht. Es schläft gerade. Okay. Das also macht ein Diorama so tödlich. Aha, okay. Kannst du nicht den magischen Schleim in diesen Flaschen dazu nehmen, meine Hand zu heilen? LeChucks Pocken können nur mit La Esponja Grande geheilt werden. Okay, Maschine. Was ist das? Ich habe dieses Gerät vor kurzem in einem Sumpf gefunden. Ich habe seine Rätsel noch nicht gelöst. Ja, okay, können wir aber anscheinend nicht wirklich was mitmachen. Was haben wir sonst noch alles hier? Können wir eigentlich den Vogel mitnehmen? Hey, wenn du mit ihm fertig bist, dann kann ich ihn doch haben. Na schön. Ich kann ihn jetzt nicht mehr gebrauchen. Sehr schön, wir haben einen Vogel. Wer ist der männlichste Pirat auf der ganzen Welt? Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Okay, das ist nicht schlecht.
Und was ist das? Das ist der Schrein für Nord Treblick, den Hüter der Crossroads. Okay. Was haben wir sonst noch was hier? Ja, ist wohl abgeschlossen. Ja, und es bleibt auch abgeschlossen, bis es bereit ist, sein Geheimnis preiszugeben. Viele Monde von heute. Was da wohl drin? Finger weg! Darin bewahre ich meine Unterwäsche auf. Ja, damit kriegt man Guybrush definitiv dazu, nicht reinzuschauen. Hehe. Lecker. Tiefgekühlter Muskelmagen vom Huhn, tiefgekühlte Molchaugen, Eis am Stiel mit Schlangengift. Lecker. Was ist das? Die Geister haben dich gut geführt. In dieser Flasche befindet sich eine uralte Schriftrolle, die die Weckelianer hinterlassen haben, die ehemaligen Einwohner von Flotsam Island. Uralte Schriftrolle, was? Glaubst du, darin könnte was über diese durcheinandergebrachten Winde stehen? Vielleicht. Aber erst musst du herausfinden, wie du die unzerbrechliche Flasche zerbrechen kannst, in der ich sie verschlossen habe. Unzerbrechliche Flasche? Warum hast du das denn getan? Manche Geheimnisse sind zu gefährlich, um in die Hände der Sterblichen zu gelangen. Threepwood. Willst du mir noch etwas über diese Flaschenpost sagen? Ich habe die Schriftrolle von einem bitteren alten Piraten namens McGee erstanden. Du kannst deine eigenen Schlüsse ziehen. Ja, okay. Mary? Nee, definitiv nicht Mary. Ein schicker Teppich. Ist das vielleicht so eine Art Voodoo-Tischtennisplatte? Das ist das Symbol der Crossroads, an der sich die Welten der Lebenden und der Geister kreuzen. Alle, die Voodoo praktizieren, müssen der Crossroads ein Opfer bringen, um die Magie in die Welt der Lebenden zu bringen. Ach wirklich? Warum hat dann LeChuck noch nie jemandem auch nur irgendetwas angeboten? Das liegt daran, dass LeChuck ein selbstsüchtiges Ungeheuer ist, das die Voodoo-Macht allein für den eigenen Profit, ohne Rücksicht auf die natürliche Ordnung der Dinge beansprucht. Jetzt, da er ein Mensch ist, treibt sein übrig gebliebenes Mojo wie eine Krankheit umher und verstopft die Crossroads mit ihrer Fäulnis. Wie eine Toilette. Klar, warum nicht? Okay. Viel gebracht hat's uns jetzt nicht, um hier wegzukommen. Ich frag mich die ganze Zeit, ob das Kapitel 1 jetzt hier auch aufhört. Aber ich finde ja noch nicht mal raus. Ah ja, doch, da ist ja... Nee, da ist der Ausgang. Mary? Da ist der Ausgang. Was ist das hier? Wetterfahne? Ich denke, dieses Ding fiel bei der Sache mit LeChuck herunter. Ich sollte wohl öfter mal laut werden. Die Windgötter von Flotsam scheinen in diese Richtung zu zeigen. Ja, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das Spiel jetzt jederzeit aufhört, also Kapitel 1. Deswegen wollte ich es jetzt noch ein bisschen länger machen. Aber anscheinend geht es doch noch ein bisschen länger als gedacht. Aber wir kriegen das noch raus. Ich denke, Kapitel 2 fängt dann da an, wenn wir diese Insel verlassen können. Und dazu müssen wir wohl noch erst diese Dings machen, diese Winde. Das Windproblem beseitigen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir es in der nächsten Folge weiter. Bis morgen dann. Macht's gut. Tschüss.